Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Kingdom Come Deliverance. Was ich tatsächlich, falls jemand meinen Kanal schon länger gefolgt hat, schon mal gestartet habe. Damals auf dem PC, lief aber nicht so rund und da waren viele Bugs drin. Deswegen habe ich es nie weitergespielt, obwohl ich es wirklich super duper interessant fand. Aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, so viele mit so vielen Fehlern da zu arbeiten. Und jetzt auf der Xbox Series X spiele ich es nochmal. Es ist nicht optimiert dafür, darum geht es auch gar nicht. Aber ich glaube, jetzt mit den ganzen Patches und so soll es ja richtig rund laufen. Und ich wollte es gerne mal spielen. Und ich spiele es einfach jetzt gerne mit euch zusammen, wenn ihr Lust drauf habt. Genau. Deswegen wollen wir nochmal gucken, wie sich das Ganze jetzt spielt. Also auf dem PC natürlich andere Steuerung jetzt als mit dem Joypad. Aber ich wollte mal gucken. Ich habe eine bestimmte Version gekauft. Gibt es da Sachen, die ich da runter... Oh, guck mal, ist alles schon bereit zum Spielen. Brauche ich gar nicht machen. Ist alles runtergeladen worden schon. Bei der Einstellung gucken wir trotzdem mal. Vielleicht kann man ja ein paar Grafikeinstellungen machen, zusätzliche. Ja, man kann eine Gamma-Korrektur machen. Machen wir jetzt mal nicht. Nein, brauchen wir nicht speichern. Spieleinstellung, gibt es da irgendwas? Alles auf Deutsch. Untertitel lassen wir auch an. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Genau. Dann fangen wir doch mal direkt an. Ich freue mich schon. Los geht's. Natürlich nehmen wir den normalen Modus. Hardcore ist noch ein bisschen zu viel, glaube ich. Los geht's. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Karls Sohn Wenzel, der Faule, saß nun... Kann ich so schnell lesen? König Wenzels Untätigkeit brachte ihm den Unwillen vieler Adlige ein und den seines Halbbruders König Sigismund von Ungarn. Oh, ist viel zu schnell. Na gut, los geht's. Was ich cool finde im Spiel ist, dass er eben keine Drachen und keine Magie bei ist. Dass es halt alles ein bisschen realistischer ist. Also so, wie man es halt aus dem Mittelalter kennen sollte. Und das ist das, was mir damals so imponiert hat und ich gerne spielen wollte. Aber es war echt unsäglich spielbar irgendwie. Teilweise so, aber vielleicht lag es auch mein Rechner. Der war damals vielleicht nicht mehr der taufrischeste. So, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Grafisch, Silver Scarlet 1403. Es kann natürlich sein, dass die Grafik nicht das ist, was man jetzt von der Series X gewöhnt sein sollte. Aber darauf kommt mir auch gerade nicht an. Also, ich bin gespannt. Das Ganze ist ja noch ein Video, wie man sieht, wenn ich die Original... Grafik. Glaube ich zumindest gerade nicht. Ich kann es gar nicht erkennen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht aus dem Spiel direkt. Das ist, glaube ich, ein erstes Video. Das. Hart arbeitende Leute
abends in die Kaschemme gehen und noch ein Bierchen trinken. Das ist das, was man will, oder? Ein bisschen raufen, plündern. Ich möchte damals nicht gelebt haben. Pest und der ganze Kram ist nicht so cool. Auch lebt man ja nicht lange, ne? Naja. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Der gute Heinrich. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du ein schönes Bett hat. Schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. So, los geht's. Oder auch nicht. Nein. Quest begonnen. Unerwarteter Besuch. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Was haben wir denn gemacht? Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach ganz unzufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkung im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. Okay, was wollen wir haben? Wir unterhielten uns in der Schenke. Ich war beim Reigen. Ich war bei Bianca. Bei Bianca ist Vitalität, das ist natürlich clever. Ich arbeite in der Schmiede. Was wollen wir machen? Ich glaube, die machen, sagen wir, arbeiten in der Schmiede. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Matthias zeigte ihm das Bogenschießen. Ich war bei Bianca. Schon wieder? Und wenn schon. Redekunst ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube... Ich war bei Bianca. Die Vitalität mischen. Nee, die Agilität ist vielleicht besser. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach, komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Ich kann so synchron, Mach lippensynchron bloß das Ganze. Keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Das war auch, hat auch nichts mit der Aufnahme zu tun. Das ist wirklich gerade nicht ganz so synchron, lippensynchron. Gut, stehen. Begib mich zum Schwertkampftraining. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger, das ist noch gut. Ich habe immer Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ach, lass gut sein, Mutter. Mutter. Du
bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Oh, okay, das Schwert, er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. So, Gespräch beenden. Mutterhilfe braucht, interessiert mich gerade nicht. So. Ah, das sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall keine 60 FPS, sondern eher 30. Hier haben wir was zu essen. Wir haben das Essen jetzt, Inventar. Hier ist Brötchen. Und dann machen wir mal Essen. Lecker. Kann noch was mit dem hier? Setzen uns mal hin. Hä? Da, hinsetzen. Macht er nicht. Ah, jetzt. Das ist nicht möglich, wenn du sitzt. Ach, Quatsch. Ich kann jetzt nichts aufheben, wenn ich sitze. Das ist natürlich blöd. Ah, warte mal. Ja, jetzt. Auch mit. Nehmen wir auch noch mit. Na los. Schnapp ihn dir. Oh, geht nicht. Okay. Gut. Gehen wir mal raus. Was liegt hier noch Leckeres? Ein Stück Käse. Oh, ich liebe Käse. Beide Käsestücke mit. Genug zu essen haben die, glaube ich. So. Lass mich dünkt, wir müssen mal nach draußen gehen. So. Geh zu deinem Vater. Er wird in der Schmiede sein. Die Schmiede ist dort oben, ne? Ah, klar. Da ist er. Reden wir mit meinem Buddy. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Gerne. Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Gut. Dann gehen wir runter ins Dörfchen. Ich bin ziemlich hungrig. Kauf einen Sack Kohle. Gut, machen wir mal. Heimlicher, wenn du dich hinschleichen willst? Ah, okay. Das wollen wir jetzt gerade nicht. Vielleicht können wir noch was essen. Okay. So, mal die Karte angucken. Da sind wir überall hin. Das Bier holen wir ganz zum Schluss, damit es schön kalt bleibt. Gut. Lass uns mal losmarschieren. Das ist die Questlog. Okay.
Rödel nicht, du hast keine Zeit wieder, okay. Kann ich laufen? Nee. Schleichen, okay. Gut. Du hast gelernt Werkzeug. Ja, Kohlezentral. Naja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Da. Also, und wir essen mal einen Apfel kurz. Weil er sagt, er hat Hunger. Gut. Also, gehen wir erstmal. Wo wollten wir als erstes hin? Was haben wir gesagt? Wir sind jetzt da. Wir gehen als erstes. Nur in dieser Kohle. Ja, können wir ja nicht. Wir müssen erst zu Kunisch, ne? Wo ist Kunisch jetzt auf Kopf? Ist das hier? Das ist ein Spiel. Ah, ne, da können wir das Spiel mit ihm spielen. Hey, Pip! Willst du was lernen? Wo war Kunisch jetzt nochmal? Ich muss mal kurz gucken. Das ist ja die Parierstange. Das ist Kunisch, okay. Setzen wir uns da mal einen Marker, dass wir wissen, wo wir hin sollen, ne? Da. Los geht's. So, Kunisch. Oder Saufkopf. Mann, das ist schon mal gut. Ach, guck mal, Laub kann ich auch. Ach, Laub kann ich doch. Okay. Das ist Kunisch. Reden wir mit ihm. So, Kunisch. Was ist mit dir, Kunisch? Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei den Gegensprechern genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten sich die Leute davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, die gefährlichen Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, sieh Handel und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoptionen. Okay, gucken wir mal. Unterschiedliche Ansätze führen bezeugen. Einen zähen Raufbold schüchst du nicht so leicht ein. Und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten. Okay, dein Geld, den Betrag, den du zahlen musst. Gesamtstufe, Redekunst. Na gut. Okay, gut. Beenden. Schulden, zahle du Saufbold? Was machen wir da? Schulden gehören beglichen. Versuchen wir das mal. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Oh oh. Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. War mir eine Freude. Also, was steht denn da? RT ist rechter, ist Haken, stärkerer, langsamer, Faust hier zum Kopf. RB, Schlag, direkter Schlag mit der Faust. LT ist ein Tritt. LB ist Blocken. Ja, okay. Ziel fokussieren, zum nächsten Gegner wechseln. B, Zielfokus beenden. Dann versuchen wir mal. Au! Nimm das! Mist. Aha. Ah, Mist, der haut mich auch wieder.
Kurva! Blut! Kämpfen ist ein bisschen. Na? Okay. Gott verdammt! Okay, nicht getroffen. Mist, Verletzung. Ja. Weiter nicht! Alter, wie krieg ich ihn denn dazu packen? Warte mal. Jetzt bin ich ein bisschen in der kritischen Phase hier gerade, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Verpasst jetzt. Fahr zur Hölle. Nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mist. Den haben wir nicht schön besiegt. Sieht dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Das ist nicht schlecht. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel indem du deine Bezahlungsrunde setzt oder einfach andere ausrollst. Falls du die Dinge, die Level direkt angehst, kann auch Gewalt einlösen sein. Ich muss mal kurz gucken, wie kann ich denn nochmal kämpfen hier, ey. Kampf, da Grundlagen. Der zwar wirkungsvoll ist, aber auch langsam im Faustkampf. Du kannst jeden Angriff von vorne mit LB blocken. Für einen normalen Blocken muss deine Waffe nicht in der Zone sein. Okay. Mit R kannst du die Sternfügelanzeige in der Mitte des Bildschirms auf einen bestimmten Gegner fixieren. Falls mehrere Gegner in der Nähe sind, kannst du zwischen den einzelnen. Die Angriffszone, die in der Sternfügelkampfanzeige angegeben wird, legst du fest, indem du R benutzt. Falls die Angriffszone ausgegraut ist, bedeutet das, dass du im Moment nicht an dieser Stelle angreifen kannst. Die Anzeigen unter dem Bildschirm gibt Aufschluss. Der rote Balken zeigt deine Gesundheit an, der gelbe Balken deine Ausdauer, der rote Balken zeigt an, über wie viele Lebenspunkte dein Gegner ungefähr noch verfügt. Na okay, hat natürlich nicht viel. Okay, wenn deine Gesundheit arg in Mitleidenschaft gezogen wird, kann es zu einer Verletzung und zu einer Blutung kommen. Wenn du Rüstung trägst, na gut, dann müssen wir wahrscheinlich mal zum Mutti gehen. Aber weißt du was? Ich beklau dich jetzt einfach, du Spast. Zuerst nehmen wir mal seine Axt. So, hier schleichen wir mal ein bisschen. Gucken, ob er nicht doch irgendwo Geld hat. Armes Schlucker hat wirklich keine Kohle hier. Oh. Hey! Was für ein Schild? Geh weg! Bring mich durch! Mist. Ich dachte, ich könnte ihm vielleicht die Kohle klauen. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen. Aber das geht anscheinend nicht. Kann ich auch nicht mit der Axt umhauen, ne? Dann gibt's ja wahrscheinlich richtig Ärger.
Warten wir, bis er weggeht und dann gehen wir nochmal rein. Gibt es noch was zu essen? Da liegt mir schon Geld. Was ist das? Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Haben Fritz Dietrich? Könnte einen haben. Fritz könnte einen haben? Na gut, versuchen wir es mal dahin zu kommen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Hause und lassen uns verarzten. Denn ich glaube, das macht Sinn. Wir müssen gleich noch umkippen hier. Mann, das war jetzt ärgerlich, oder? So, nur kurz auf die Karte gucken. Bier. Geh zur Mutter und verarzte dich. Okay, machen wir das einmal. Alter. Ich glaube, wir hätten den platt machen können, wenn ich ein bisschen besser mit den Angriffssachen da irgendwie klar gekommen wäre, aber das, naja, was soll's. Zumindest haben wir seine Axt weggenommen. Kann er die nicht mehr benutzen. So. Gott sei mit dir, Heinrich. Ach, ja, mit dir auch. Schön wäre es trotzdem gewesen, wenn ich nicht draufgegangen wäre hier. Ja, beziehungsweise auf die Schnauze bekommen hätte. Bin ich irgendwie hier falsch? Gucken wir uns trotzdem mal das Dorf ein bisschen an hier. Okay. Geschenke haben wir entdeckt, okay. Meine Mutter hier auf dem Dorf irgendwo? Was macht sie hier? Stirn, lang und stark! Damit könnt ihr alles nähen! Nervt nämlich schon, dass sie die ganze Zeit, man denkt, man stirbt gleich. Der Kampfplatz, okay. Ja, versuchen wir alles hier aufzudecken, was es hier so gibt. Warte mal. Da ist der Kampfplatz. Wo ist der jetzt? Ich mich irgendwie verlaufen hier so ein bisschen. Kann das sein? Und ein kleines bisschen. Ich habe mich doch echt jetzt verlaufen hier oder was? Warte mal, guck mal. Also das ist ja. Das können wir auch versuchen, aber wir müssen uns einmal verarzten lassen. Da. Also was soll das denn? Ich bin auch schon in der Richtung gewesen, oder nicht? Bin ich aber auch ein bisschen... Ach so, ich muss da durch, ne? Heinrich, schön, dass du da bist. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht gecheckt habe. Aber egal. Nur gucken, wo Mutti ist. Papa, gehen wir lieber vorbei. Da sitzt sie, die wird dann schon helfen. Hallöchen, Mutti, helf uns mal. Ich bin ganz verblutet. Mutter! Ich blute. Es hört nicht auf. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. So, okay. So,
So, jetzt müssen wir uns aber irgendwie das andere holen. Und wir haben ja gesehen, unsere Questlog. Wo war die Questlog? Da. Und da war der Besuch. Wir gehen. Genau. Guck mal da. Besuch, die haben eine Option, besorge einen Dietrich von Fritz, um Kunisch Truhe zu öffnen. Okay, müssen wir Fritz einmal finden. Wo kann der denn sein? Wir könnten natürlich nochmal den Typen angreifen. Aber das ist vielleicht nicht so gut. Und ihn mit der Axt zu malträtieren, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Oder vielleicht gerade das sollte man machen. Ich weiß es nicht. So. Also hier könnten sie doch wirklich so ein Update für die Series X nochmal rausbringen. Das wäre geil. Mila. Will ich die hier in der Schenke? Mal gucken. Wir gucken, ob unsere Leute hier sind. Ah. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Oh Mann. Dumm. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ich bin dafür, aber dafür müsst ihr mir helfen. Ich bin dabei. Was sollen wir das nicht machen? Aber wir brauchen diesen Dietrich, ne? Na komm. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Mal hingehen. Oh, die gehen schon los. Okay, wir gehen hinterher. Gucken uns den Scheißhaufen an.
Okay, was machen wir? Hä? Einmal durchgehen, die ganze Scheiße. Scheiße. Sehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Na gut. Gehen wir mit der Frau. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Hat er schon. Kann sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Das war easy, sie wegzubekommen. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört, und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben, aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Cool. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Das ist gut. Oh, jetzt müssen wir Kacke beschmeißen. Schön mit der Hand reingreifen, ist auch ein bisschen eklig von denen eigentlich, ne? Na, ist ja eine Kuhkacke, ne? Aber trotzdem. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! Oh. König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Oh oh. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh. Arschloch, das wirst du mir büßen. Oh, jetzt gibt's die Prügelei. Naja. Oh, ich hasse Prügel, ne? Boah, der hat aber ordentlich einen bekommen jetzt. Nein, will nicht mehr. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Wie mit deinen Freunden. Weg hier. Lauf, ihr Schisser. Schnell weg mit ihnen. Aber den einen habe ich es gezeigt. Du hast einen schnelleren Reiseort entdeckt. Okay. Gott schütze dich, Heinrich. Okay, warte. Das war auf jeden Fall lustig. Also wie so Lausbubenstreiche, ne, von früher, die man selber gemacht hat. Pass doch auf, muss vorbei, du Spaddel. Stellen? Was kann ich denn stellen? So. Und durch die Büsche gelaufen? Sakra. Wo laufen wir jetzt hin, Fritz? Wo laufen wir hin? Sag es mir.
Wo wir hinlaufen müssen. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Danke, Gott sei mit dir. Wo denn hin, der Fritz, der Alte? So, zeigt ihr mir das ganze Dorf hier, oder was soll das? Achso, jetzt laufen wir wahrscheinlich zu Kunisch. Oder auch nicht. Ist doch Kunisch Hütte gewesen da oben, ne? Na guck mal, jetzt treffen sie alle hier. So, reden wir mit Matthias. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. So. Ich bräuchte Hilfe mit Kunisch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Okay, verprügeln wir Kunisch und danach rauben wir noch seine Truhe aus. Vielleicht. Glaube ich. Gucken, wie wir es machen. Sakra. Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Willkommen. Scheint nicht da zu sein. Da kommt er. So, Kunesch, wie sieht es jetzt aus? Willst du mich nochmal zusammen boxen oder kriegst du jetzt aufs Maul von mir und meinen Freunden? Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Ja, sammle deine Kräfte. Oh, das ging jetzt mal schnell, oder? Genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Ach so. Jetzt habe ich seine Dings bekommen. Sein Schlüssel, dann brauche ich Dietrich ja nicht mehr. Okay, man hätte das auf eine andere Art auch lösen können. Wir machen jetzt das so auf. Aufschließen. Wir nehmen alles. So. Haben wir. Und jetzt. Oh, verkaufen wir die Speise, wollte ich gerade sagen. Verkaufen wir den Kram. So, warte mal, kommen wir hier hin. Beginne ich zum Schwertkampftraining? Nee. Kauf ein Sack Kohle auf dem Markt. Ja, man müssen wir ja irgendwo da verkauft bekommen, die Sachen, oder? Gehen wir runter zum Markt. Gucken, ob die was anbieten hier. Lang und stark. Damit könnt ihr alles nähen. Händler, vielleicht können wir auch in dem was verkaufen. Mal gucken. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Spacko, lass uns handeln. So. Ich will eigentlich was verkaufen. So. Wie wär's denn, wenn du von mir... Hab ich nix. Kann ich das nicht bei ihm verkaufen? Das kann natürlich sein, dass bei ihm nur andere Sachen verkauft werden können. Na gut, dann macht das keinen Sinn. Dann gehen wir zum nächsten. Ah, er sieht doch besser aus hier. So, grüß dich. Hallo. Lass uns handeln. Alles Gute. Ah, guck mal jetzt. Da. Kunisch Axt können wir verkaufen, definitiv. Kunisch Hammer und Kunisch Nägel. Das haben wir zwar nicht so viel, aber ein bisschen haben wir ja, ne? Du hast Gegenstände in deinen Warenkorb. Willst du den Laden wirklich verlassen? Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Sehr gut. Bänder, gut. Lasst euch extra alles, um Mutter Natur zu bezwingen.
Habe ich gerade bei dem auch die Nägel verkauft? Nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen die Holzkohle. Und Köhler, aber das ist nicht der Köhler hier, ne? Das ist auch nicht der Köhler. Gut, schauen wir mal auf die Karte. Kaufe einen Sack bei Mark und Köhler. Okay, kurz den Marker darauf. Fessel zum Kochen, Körbe für den Einkauf und Fackeln für die Nacht. Ja, ich habe alles. Ah, da ist er. Grüß dich, Heinrich. Hallo. Brauch ein bisschen was. Gott sei Helfer. Mit dir. Dir auch. Lass uns handeln. Ich brauche Holzkohle. Und zwar viel. Braucht ein 10, ne? Du zahlst 5. So viel haben wir nicht. Mist. Was anderes verkaufen? Und schön anzusehen. Mehr Sachen habe ich nicht zu verticken, oder? Und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht. Wenn ihr noch was habt, was wir ihn verkaufen könnten. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe. Dein Vermögen ist 4,5. Okay, ist nicht so viel. Ich könnte Käse vielleicht verkaufen. Kommen wir beide Stück Käse? Perfekt. Dafür haben wir ein bisschen Kohle bekommen. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt beim Köhler auch diese Säcke da kaufen. Das machen wir doch, Tlat. Komm her, du. Gib mir ein bisschen Kohle. Alles Gute. So, wir brauchen 10. Gut, haben wir. Dann brauchen wir, was war das? Bier noch, ne? Gibt es Schwecken von denen hier, ne? Yes. Ah, ne, warte, dann erst die Parierstange abholen. Weil er will das Bier frisch haben. Macht ja nicht so viel Sinn, wenn wir ihm da jetzt so eine alte Rotte, altes versuffenes Bier bringen, was kein Mensch leiden kann. Und dann doch lieber so. So. Lass uns rein mit meinen stinke Händen vom Misthofen hoffen. Oh oh. Wir reden mal lieber mit ihm. Okay. Nicht, dass ich durchrenne, der mir die Axt auf den Kopf haut. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Ich bin wegen der Parierstange hier. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So, jetzt holen wir uns das Bierchen. Und noch. Und dann gehen wir zu Papa und bringen ihm ein Bierchen. Das hat er sich dann aber auch verdient, der gute Papa, oder? So. Man will ja auch nicht nur von Auftrag zu Auftrag eilen, man muss ja auch ein bisschen sich da umgucken und so. Aber man muss ja sagen, das ist schon echt nett gemacht, das Ganze, ne? Macht Spaß. Oh, die Schenke war hier, ne? Komm, da gehen wir mal rein. Hallöchen. Oh, hier gibt's nur Essen. Wo ist die gute Frau? Hier drin. Hallöchen. Willkommen, Heim. Bianca. Ja, gib mir einen Moment. Bianca, ich brauch... Ich will mit dir reden. Gib mal her. So. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit?
Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Sehr gut. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Oh. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Mein Gott, da ist aber auch hier Erotik pur in der Luft, ne? So Retterschnaps. Das Spiel speichert von Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen. Oder wenn du Bett schläfst. Wenn du das Spiel zu einem Belebenserbespiel willst, brauchst du Retterschnaps. Okay. Gut zu wissen. So, wir laufen jetzt mal nach Hause. Und gehen schnell nach Hause, damit das Krügchen Bier auch nicht warm wird. Zu bisswarmen Django-Bier. So. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, wir essen auch gleich was. Haben wir noch irgendwas im Kochtopf stehen, jetzt gehen wir zu Paddy und geben die Sachen, die er bräuchte. So. Die Sachen, die du wolltest. Oder auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ich muss los und mit dem Schädel? Was? Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Spute dich. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Was? Muss ich den Schwerkampf muss ich auch machen? Ach Mist, das habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich jetzt kein warmes, kaltes Bier mehr. Das ist natürlich jetzt warmes Bier. Wenn ich dann wiederkomme wahrscheinlich, aber naja, so ist das dann. Echt, muss ich noch den blöden Schwertkampf machen? Das habe ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Na gut, machen wir das noch schnell. Wo ist denn dieser Waschek? Da. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Gut, dann laufen wir zum Schafpferch. Er ist natürlich schneller als wir da, aber wir kommen da ja auch locker hin. So, laufen wir da mal hin. Unser Auto ist gleich weg, aber es macht nichts. Jetzt kriegen die Schäfchen Angst. So, komm her, du. Er geht natürlich, ne? Ist doch ein bisschen länger, bis er hier ankommt. Da kommt er gemütlich angetrabt, der gute Mann. Boah, ich will ein bisschen beeilen. Ist ein bisschen unscharf hier, die Texturen, ne? Schade eigentlich. Ich hätte auch mal so einen Anstrich. Ihr könnt ja mal die PC-Option hier einbauen für die Series X. Schön optimieren. So, bereit bin ich. Ja, kann's losgehen? Ja, klar. Ja. Gut. Und da
heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Okay, bin gespannt. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Im Kampf wird dein Gegner fixiert. Du kannst deine Gegner mit L umkreisen. Du kannst Fixierung, hier zu eben, den du B drückst. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Okay. Genau so. Jawohl. Sehr gut. Genau so. Aber einfach so. Jawohl. Das war doch gut. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Okay. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Ja, los, einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Jetzt kapierst du's. Jetzt kapierst du's. Okay. Nochmal. Das war's? Das genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Gut, danke schön. Wir gehen schnell nach Hause, dann fahrt ihr auch das Bier. Und das Bier ist wahrscheinlich jetzt schon richtig warm. Das ist nicht ehrlich. Warte, ich krieg's schon hin. Naja, das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gedacht, dass ich es vielleicht besser hinbekomme, aber naja. So. Sagt er mir bestimmt gleich so, das ist zu warm, das Bier. Du fauler Hund. Hast dich woanders rumgetrieben. Vielleicht aber auch nicht. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Schmieden beginnen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Dann stellt er das Bier jetzt da vorne hin, neben die Holzkohle. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Wie cool. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Aber es hatten noch Respekt. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden?
Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Mein Gott, so einen schlauen Papa ich habe. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Das war Handwerkskunst, ne? Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Ich wusste nicht, was Parierstange heißt im Schwert. Wusstet ihr das? Ich hab doch keine Ahnung von. Also muss ich jetzt zugeben. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Sieht schon cool aus, muss man sagen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Lahm haben wir das. Holen wir die mal schnell. Hol die Nägel für Theresa. Ah, Theresa ist ja nun auch ein süßes Mäuschen. Und was ist jetzt die Stube, das hier? Ah, der Truhe da. Nägel für Theresa. Oh, guck mal, können wir alles mitnehmen? Okay, pass auf, nehmen wir alles mit. Kann man mal gebrauchen, oder? Vielleicht müssen wir noch was essen hier. In den Topf gehen, wir wollen das essen. Ich muss einfach kurz was essen. So, ich habe auch keinen Hunger mehr. So, Theresa, wir kommen mit den Nägeln. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reiten gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Oh, die hat doch geflirtet mit mir. Die will doch alles Mögliche wissen. Feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe.
haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Findet der Papa nicht so gut? Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Das Schwert hat jetzt auf einmal so eine... Könnt ihr das sehen da am Griff? Hat es jetzt auf einmal so ein paar Bänder gerade? War so ein Holzgriff oder bin ich verkehrt? Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Tja. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh. Das sieht nicht so gut aus. Hört man diese Tröte, dann weiß man, das ist gleich vorbei für uns. Sie werden uns alle umbringen. Wir nehmen ja keine Gefangenen eigentlich, ne? Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Oh. Oh.
Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Macht schon! Keine Chance, hat die Zeit davon. In so einer Burg. Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore Bewegt schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Passt für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Hier ein Massaker. Okay, er kann kämpfen, der Fanny. Oh oh. Das gefällt dem General da nicht. Oh, Heinrich, du kommst zu spät. Kriegt die jetzt auch alles ab. Das sollte der Sohn nicht mit anschauen dürfen. Mein Gott, der Jule Brünner da. Der meint wohl, das ist der King. Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für dich tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Oh oh, na gut, dass wir auf Flucht sind. Du hast erhalten, Herrn Ratziges Schwert. Ja, wir laufen mal schnell runter. Wo uns da irgendwelche Leute finden. Was ein Pferd brauche ich nur, ne? Noch nichts mitbekommen da unten, glaube ich. Ist ein bisschen, oh, da kommen irgendwelche Wachen oder was ist das? Ah! Ich weiß nicht, ob es meine Leute sind oder andere Leute. Keine Ahnung. Ah, laufen wir lieber weg vor denen. Du kannst dein Pferd verweisen. Du kannst jederzeit dein Pferd mit dem Pferd vorbeirufen und dann selbst sitzen. Der Trab ist okay. Der Kanter kommt in eine höhere Geschwindigkeit und mit einer Schonung der Pferdeausdauer. Beim Galopp läuft das Pferd am schnellsten, verbraucht aber am meisten Ausdauer. Folge deinem Pfad. Dein Pfad ist Glück, als du denkst, okay. Dass Leute mich angreifen wollen? Ich weiß es nicht. Wir reiten mal lieber. Ja. Okay. Wir reiten und reiten den ganzen Weg entlang. Gucken wir, wo wir landen. Oh, Spiel gespeichert. Scheiße.
nicht ganz so cool, einen Pfeil ins Bein zu bekommen. Ja. Du hast noch nicht gelernt, wie man Blut verwendet. Du musst jemanden finden, der dir helfen kann. Okay. Okay, hier können wir irgendwie gar nichts tun. Schnelle Reiseort entdeckt, auch nicht schlecht. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Bildstock haben wir entdeckt, okay. Muss ja auch so wieder vom Pferd hochpowern lassen. Oh, oh, das kann man auch nicht so lange machen, wie man sieht. Dann würde ich gleich hops gehen. Ja. Oh. Mist. Ich wusste nicht, dass es so dicht dran ist. Oh. Mist, Mist, Mist. Sühnenkreuz entdeckt. Oh. Flieht! Noch weg. Lauf! Du musst aus dem Weg gehen da. Oh. Ich geh gleich hops. Lauf, flieh, mein Junge, flieh! Ich höre die ganze hinter mir auch. Keine Ahnung, was sie reden, aber es hört sich nicht freundlich an. Ein bisschen freundlich. Oh, lauf. Ah, Teil weg. So, um gleich Bescheid sagen, dass hier Krieg ausgebrochen ist. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Noch wissen sie nicht, wer ich bin. Zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. K.O. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge.
Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Da ist Herr Devish. Mal gucken, was der von uns will. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Scarletzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er's auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Der arme Heinrich. Thalenberg abgeschlossen. Yes. Sprich mit Herrn Robert. So. Wie siehst, haben wir noch nicht geschlafen, aber wir haben auch riesigen Hunger. Wir sollten erst was essen. Ich glaube, bevor wir hier jetzt loslegen, machen wir aber erst beim nächsten Mal weiter. Denn jetzt, ganz im Ernst, haben wir recht lang gespielt. War auch sehr spannend, finde ich. Das wird jetzt so ein, wird wahrscheinlich ein Mammutprojekt werden, das ganze Spiel durchzuspielen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, schaut mir weiter zu. Es wird nicht jeden Tag ein Video davon kommen, aber mindestens ein, zwei die Woche, behaupte ich mal, weil dafür muss man sich auch Zeit nehmen für das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.